Aber ich glaube, jetzt wird erstmal der Punkt kommen, wo ich an einer anderen Baustelle weitermache. Nachdem wir uns jetzt sehr, 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 sehr lange hier aufgehalten haben, glaube ich, könnten wir eigentlich mal diese Häuserwand hier weitermachen. Auch schon lange nicht mehr gemacht. Ach, das haben wir separat hier gemacht, genau. Das müssten wir eigentlich auch mal jetzt langsam fertig kriegen, dass wir das nämlich mit unserem chinesischen Restaurant verbinden können, wo ich jetzt gerne mal weiß, wo wir es hingepackt haben. Hier. Um das da endlich mal fertig zu kriegen, um diese Häuserzeile weiterzumachen. Denke ich mal, könnte so ganz schön werden. Der Vollständigkeit halber, ach du Scheiße. Ach, warte mal, lass mal das kurz angucken. Das sieht ja bestimmt auch interessant aus. Sorry, das muss jetzt einfach mal sein. Zeit für so eine Spielereien ist immer. Passt gar nicht alles drauf hier. Zack, na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Sehr nice. Gleich mal als Image saven. Das gefällt mir sehr gut. Das habt ihr bestimmt dann schon im Trailer gesehen. So gut hat mir das jetzt gefallen. Fetzt. So. Ja, dit. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gesagt? Ach so, genau. Was ich machen wollte, war diese ganzen Dinger eigentlich hier. Zack. Bis auf die Mannequin eigentlich. Warte mal. Nech. Die Mannequin hier irgendwie. Doof mit dem Mannequin. Ich muss bloß aufpassen, dass ich die nicht alle lösche, weil dann habe ich keins mehr. Das wäre blöd. Ich muss das mal auf einem separaten Dings machen. Vielleicht mache ich das auf den Kameralayer mit drauf. So, haben wir jetzt noch irgendwo eins? Nee, ne? Sieht gut aus. Gucken, hatten wir hier noch Männchen mit drin? Weil dann würde ich vielleicht schon mal das so ungefähr mit in die Stadt integrieren. Also in die eigentliche Stadt. Diese Siedlung hier. Huch. Ich glaube, hier sind keine Männchen mehr. Wie war das hier? Was musste man da nochmal? Currency, das ist, glaube ich, alles, ne? Visible Layers, ich glaube, das war schon das. Hier sind keine Männchen mehr. Oder was ist das? Das war ein Mülleimer. Ne, das passt. So, hier war dieses. Hier sind auch so viele Männchen. Mann, Mann, Mann. So, zack. Die mal alle nehmen. Und ich glaube, auf die 2 war das jetzt gewesen. Genau, dann haben wir das dort mit drin. Und, Moment. Hä? Das jetzt aus. So. Mal kurz das hier oben hin. Drücken wir uns mal ein Empty rein. Cube. Das wird unser Siedlungscube. Wenn man so will. Und ich bete zu Gott, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Oh, Gott sei Dank. So. Das müsste ich jetzt bewegen können und drehen können, ohne dass irgendwas weiteres passiert. Dann kann der nämlich jetzt nach da hinten und ist in unserer Szene mit drin. So, jetzt ist nur die Frage, wohin damit? Ich würde sagen, wir siedeln das so ungefähr vielleicht hier hinten irgendwo mit an. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das hier hinten so wäre. Aber eventuell passend zu dieser Straße, dass das quasi da so reingeht, weil der Bahnhof kommt ja von hier unten irgendwo. Ich glaube, ich mache das jetzt erstmal so. Der Weg ist natürlich, oder die Straße hier ist natürlich sehr dünn. Dann müssten wir mal gucken, wie wir das unterbringen.
Die müsste dann quasi, ja, wenn wir das so machen, wenn man die Straße weiterfährt, kommt man quasi dahinter. Dann hätte man das so in dem Fall dort drin. Da fehlt natürlich jetzt auch noch der Boden, by the way. Ich will es aber halt nicht zu dicht an der Hauptstraße haben, weil natürlich das Ganze ist ja so eine Vorortsiedlung. Und da passt das dann nicht ganz so gut. Vielleicht machen wir das so leicht schräg. Ja, ich glaube, dass wir machen das so leicht schräg. Also schräg zur Stadt hin. Na? So. Da könnte dann die Straße drauf zulaufen. Und könnte dann quasi... und so. Jetzt haben wir kein Licht drin. Ja. Und so ergibt das doch jetzt schon langsam, aber stetig einen Sinn hier, das Ganze, muss ich sagen. Es ist vielleicht noch ein Stück weit weg, aber das müssen wir mal schauen. Wenn wir jetzt alles nehmen, achso, und auf Z drehen, könnten wir das demnächst auch mal gerade ziehen hier. Müssten wir ja sowieso, ne? Weil ja, wo ist denn, Moment, da ist... weil ja, wenn wir nämlich die neue Häuserfront... Moment. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es gerade ist. Es müsste... So ist es nicht gerade. Ist die Straße schief? Aber unten ist es gerade. Zumindest sieht es unten gerade aus. Moment. Mal kurz ansehen das Ganze. So. So hätten wir das. Dann wäre das jetzt quasi so, genau. Was ist das denn für ein Ding? Achso, das ist das Hotel von hinten. Ich habe das ja nicht erkannt. Okay. So und so, genau. Und dann würde die Straße jetzt im Grunde nur nach hier oben verlaufen. Hier könnten dann noch andere Straßen abgehen, irgendwo anders hin. Und hier würde es dann quasi in diese Siedlung hineingehen. Hier hinten wäre dann noch so ein Wohnkomplex irgendwie. Wie gesagt, was wir da noch drumherum bauen, das machen wir alles dann aber erst. Bisschen Zeit ist ja noch. Bis Dezember. Und danach natürlich auch noch, aber allgemein gesprochen. Und ich glaube, das könnte schon so auf jeden Fall fetzen. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so. Und wie gesagt, mit dem Linken und Appenden, was ich eigentlich vorhätte, ist dieses ganze Geraffel hier. Weil das sind ja echt unglaublich viele Faces. Da einfach zu sagen, Link. Da müsste man das natürlich speichern, beziehungsweise Append, glaube ich eher. Müsste man trotzdem speichern und dann könnte man das in eine neue Szene halt integrieren. So, die könnte man eigentlich auch hier drin machen, dass man sagen, Bauszene. Dann machen wir eine neue Szene. Und die nennen wir, weiß ich nicht, fertige Stadtszene. Und dann können wir hier immer switchen. Zack, zack. Können wir uns das angucken. Müsste vielleicht sogar auch so gehen. Naja, muss ich dann alles nochmal in Ruhe ausprobieren, dass das dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das mache, auch gleich klappt und nicht dann wieder 4 Folgen darin bestehen, auszuprobieren, wie das geht. Aber ich erinnere mich, ich habe das schon mal gemacht, so schwer war es nicht. Ich muss es nur nochmal machen. So. Oh. Also, ich muss sagen, eine Menge schon geschafft auf jeden Fall. Und jetzt würde ich, also entweder machen wir das hier weiter, um endlich mal diese Häuserzeile hier ein Stück voranzubringen, oder wir machen den Bahnhof weiter, der ja auch noch nicht fertig ist. Hier würde sich ja dann auch der Busbahnhof noch anschließen, was wir schon gesagt hatten.
Müssten wir dann mal ausprobieren, aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich bin jetzt so glücklich, dass das jetzt erstmal da steht. Wo ist es denn überhaupt und was ist das hier alles für ein Zeug? Wieso sind da irgendwelche Männchen? Delete. Hier war noch irgendwas, was ich deleten konnte, nämlich dieses Blatt hier, das brauchen wir nicht mehr. Ach so, ja, das war mein Haus, was ich brauchte für den Trailer. Der kann auch weg. Das ist die Lichtszene. Wieso sind eigentlich die Zäune hier noch mit da drin? Ja, haben wir jetzt hier die Zäune gar nicht drin? Juhu, Freude kommt auf. Wir müssen die Zäune mal kurz noch implementieren. Wo sind sie denn jetzt? Hä? Zäune? Wo zur Hölle? Zäune? Da. So, wir haben in der Lichtszene die Zäune gebaut, was natürlich immer so eine ganz großartige Idee ist. Kann ich das schon wieder nicht Box selecten? So, Kamera mal abvisieren und Licht mal abvisieren. Zip. Dann schmeißen wir das auf unseren Stadtlayer, gehen auf den Stadtlayer und müssen das jetzt anpassen. Wie hatten wir denn das jetzt gedreht? Einfach nur so, ne? Quasi. Genau. So. Dann müssen wir das ja hier nur quasi so anpassen. Im Grunde. Und da ist noch ein Männchen mit dabei. Naja, super. Was ist jetzt los? Antivir? Video fertig gerendert? Was geht? Was geht, was geht, was geht? Computer, was ist los? Sprich mit mir. So. Jetzt können wir das an diesen beiden Dingern hier mal ausrichten. Es geht ja Gott sei Dank doch ganz gut. Dann können wir es gleich nochmal kontrollieren. Dann passt es, glaube ich, auch so. Ja, das war jetzt wieder nicht so pro, wie ich das gemacht habe. Alles. Aber dürfte, glaube ich, trotzdem passen, ne? Mit dem Mirror sowieso. Passt hier ganz gut. Wir haben... Was ist denn da los? Da fehlt doch etwas. Da fehlt doch etwas. Gut, also der Zaun ist fertig. Das heißt, den Zaun können wir schon mal ohne das Männchen. Ohne das Männchen. Ich glaube, ich muss den Computer nach 58 Jahren mal wieder neu starten. Vielen Dank. Das dürften jetzt eigentlich nur die Zäune sein, genau. Mal hier an den hier ranparenten. Und dann ist das damit dabei, so. Und was hatte ich jetzt da noch gesehen? Irgendwas hatte da noch nicht gestimmt. Das war mit dem hier. Das war mit dem hier. Das muss ich natürlich jetzt gerade nochmal ausbessern. Ich hoffe, er spiegelt mir das jetzt auch anständig noch. Aber sollte eigentlich kein Problem des Weiteren sein. Oh, Jesus. Shift-Taste, was los? Jo, hat er gespiegelt. Haben wir noch irgendwo was vergessen? Eigentlich hatten wir doch alles geguckt. Nö, sieht gut aus. Okay. Dann lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und haben dies. Achso, das Männchen muss da noch weg, by the way. Auf die Lichtszene. So, genau. Zack, was war hier? Nee, nicht löschen. Was ist das? Ach, das sind Männchen. So, hier haben wir noch Züge drauf. Von unserem Bahnhof. Ja, aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal eine Pause machen und dann geht es entweder gleich weiter oder die Tage. Bis später. Tschüss.